Mein Name ist Axel von Watchmaxe und ich lade euch ein, mich zu begleiten auf meiner eine Woche am Arm mit meiner UMF Rula NVA Kampftaucher. Eine Uhr, an die ich ganz unverhofft gekommen bin bei meinem Besuch bei Dentitech im Ladengeschäft. Ich habe sie gesehen und wollte sie unbedingt haben, obwohl ich sicher war, dass die Größe und der Name mich davon abhalten würden, diese Uhr zu erwerben. Jetzt kommt meine eine Woche am Arm und eine Vorwarnung für euch. Das gibt ein kleines Experiment. Ich werde meine eine Woche am Arm von dieser Sequenz hier abgesehen ausschließlich mit meiner GoPro filmen. Wenn euch die Videoqualität also nach dem ersten Take nicht gefällt, macht es keinen Sinn zu warten, dass es besser wird. Ich möchte einfach wissen, wie es ist, die ganze Woche mit einer vergleichsweise günstigen und einfachen Kamera, was die Kameraqualität betrifft, zurechtzukommen. Ansonsten wird es ein ganz normales eine Woche am Abend werden, so wie ihr es kennt, mit meinen täglichen persönlichen Alltagseindrücken. Vielleicht werde ich auch noch mal zu meinem Vater fahren, ich weiß es noch nicht genau. Es wird also wieder eine relativ interessante und hoffentlich auch erkenntnisreiche Woche. Wir haben Donnerstag, Tag 1 meiner einer Woche am Arm. Wir haben 5:05 und meine UMF Rula Kampftaucher ist am Arm. Ja, ich bin super gespannt, was die Woche bringt. Habe gerade mein Review über die Uhr fertig gedreht und freue mich schon auf die Nacht, um zu sehen, was der Leuchtkeks so bringt. Aktuell bin ich noch nicht ganz sicher, ob das Armband richtig eingestellt ist oder ob ich noch ein Glied rausnehmen muss. Das wird sich über die Tage zeigen und ja, wird eine tolle Woche. Ich bin super gespannt und freue mich sehr drauf. So, wir haben Tag 1 meiner eine Woche am Arm und natürlich ist die UMF Kampftaucher noch am Arm. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wir haben 11:55 und der Datumswechsel ist schon fast vollzogen. Das heißt, der Datumswechsel findet an der Uhr wirklich sehr früh statt. Ich war gerade mit dem Hund draußen und muss sagen, mit Lesebrille, also mit einer Gleitsichtbrille auf, konnte ich die Zeiger vom Ziffernblatt unterscheiden, und zwar ohne, dass die Uhr vorher aktiviert wurde, also mit der Aufladung im schummrigen Fernsehlicht. Da bin ich ganz zufrieden, bin gespannt, wie es die Nacht über wird. Das Band sitzt jetzt auch prima. Ich habe es in der Feinverstellung noch ein Loch enger machen können. Jetzt sitzt es perfekt. Und morgen werde ich euch sagen, wie sich die Uhr in der ersten Nacht geschlagen hat. Ja, wir haben Freitag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und meine UMF Rula Kampftaucher ist noch am Arm. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne überprüfen, wie die Uhr über Nacht leuchtet. Und da muss ich sagen, ich bin manchmal etwas verpeilt. Ich habe natürlich vergessen, die Uhr gestern mit einer Taschenlampe anzuleuchten, sodass ich nur mein Handy-Taschenlampenlicht genommen habe. Und damit muss ich sagen, es ist so lala. Übrigens, ich bin hier im Wald, gehe eine kleine Runde spazieren und genieße es, dass es mal nicht so bulle heiß ist. Was meine ich mit so lala? Natürlich leuchtet die Uhr die ganze Nacht. Die ganze Nacht ist der Leuchtkeks aktiv, aber die Zeiger setzen sich nicht wirklich grandios vom leuchtenden Untergrund ab. Ich bin die Nacht zweimal wach geworden, habe zweimal lange und intensiv versucht, die Zeit abzulesen. Einmal sogar mit Lesebrille und habe jedes Mal ziemlich genau eine Stunde daneben gelegen. Das heißt, der Minutenzeiger ist mit viel Mühe einigermaßen abzulesen. Der Stundenzeiger erschließt sich mir nicht. Ich hoffe, dass das besser wird, wenn ich die Zeiger und das Blatt richtig mit der Taschenlampe aktiviere. Glaube aber, dass
nach einer gewissen Zeit einfach die Leuchtmasse nicht reicht. Das Band, was ich ja gekürzt habe, das heißt über die Feinverstellung ein Glied, also ein Loch weniger, ist jetzt perfekt, sodass das Stahlband mit der Uhr zusammen für mich am Arm wirklich sehr, sehr komfortabel ist. Ja, so eingeschränkt die Ablesbarkeit bei Nacht ist, so genial ist das Bild, wenn man von draußen von der Straße in die dunkle Tiefgarage fährt. Das ist absolut genial. Leider habe ich hier eine blöde Spiegelung auf dem Glas, aber das ist schon super. Der gelbe Leuchtkeks, die blauen Zeiger, blauen Indizes, das ist einfach ziemlich genial. Und das entschädigt ein kleines bisschen für die eingeschränkte Nachtablesbarkeit. Ja, wir haben Freitagabend. Wir haben ziemlich genau 12 Uhr. Und meine Rula-Kampftaucher ist noch am Arm. Sie trägt sich wirklich super angenehm. Ich weiß gar nicht, ob ich über die Woche mit Bändern spiele, wie ich das üblicherweise mache. Lust habe ich da ehrlich gesagt nicht zu. Dafür trägt sie sich viel zu angenehm. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne mal wissen, wie ein schwarzes Band mit dem gelben Blatt aussieht. Na, mal schauen. Das wird die Zeit geben und zeigen, ob und inwieweit ich da flexibel bin und ein bisschen rumspiele. Jetzt werde ich, sofern ich es schaffe, in den nächsten 3 Minuten weiter dran zu denken, die Uhr mit der Taschenlampe beleuchten und mich Richtung Horizontale begeben. Am Samstag, wir haben 14:45 und meine Ula-Kampftaucher ist noch am Arm. Ich habe die Uhr die Nacht mit Taschenlampe aktiviert und habe die Uhrzeit mit Mühe und teilweise Lesebrille zweimal richtig abgelesen, aber es ist für mich, für meine Augen und meine Erkennungsfähigkeiten keine Uhr für die Nacht. Das ist also wirklich eine Uhr, die mich zum Schmunzeln bringt und die mir gute Laune macht, wenn ich vom Hellen ins Dunkle komme und der Leuchtkeks seine Pracht zeigt. Funktional muss ich da Abstriche machen, weil beleuchtete Zeiger auf beleuchtetem Grund ist für mich schlicht nicht optimal ablesbar. Das ist in gewisser Weise schade, aber die Kirmes, die ich sehe, wenn ich vom Hellen ins Dunkle gehe, entschädigt mich in gewisser Weise dafür. Man kann halt nicht alles haben. Wir haben Sonntag, Tag 4, meine eine Woche am Arm. Mein Take gestern Abend habe ich glatt verpennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe viele Videos geschnitten, mit meiner Frau noch einen Film geguckt. Und wir sind beide auf dem Sofa eingepennt. Und als wir dann mitten in der Nacht wach geworden sind, hatte ich echt keinen Bock mehr, noch eine Aufnahme zu machen. Meine Kampftaucher ist noch am Arm. Mein Eindruck über Nacht hat sich nicht geändert. Also wer nachts nicht raus muss oder die Uhr nachts sowieso ablegt, wird mit der Uhr super glücklich sein, trifft beides auf mich nicht zu. Und ich nutze gerne meine Armbanduhr, weniger meine Apple Watch für die Zeitanzeige, was natürlich auch ging, aber das ist nicht mein Sinn der Apple Watch. Aus diesem Grunde ist das hier für mich keine wirkliche Nachtuhr. Es ist eine Fun-Uhr, eine Spaßuhr, die ich unglaublich gerne trage, weil mir das Gesicht gefällt, weil mir der Wechsel hell-dunkel gefällt. Nachts schwächelt sie für meine Ansprüche etwas. Das Gute ist, ich habe sie gestern getragen und habe sie am Arm im positiven Sinne komplett vergessen. Trotz Größe und Gewicht trägt sie sich nach meinem Empfinden super angenehm. Heute werde ich für die letzten Tage mal das Stahlband gegen ein, zwei andere Bänder austauschen und mal gucken, wie sie sich damit schlägt. Mein Fundus an 22er Bändern ist nicht so groß, aber mal schauen, was ich in der Box habe. Vielleicht finde ich ja etwas, was gut zu der Uhr passt. Ja, wir haben die Nacht von Sonntag auf Montag, offiziell noch Tag 4. Wir haben 20 nach 4 und die Kampftaucher ist noch am Arm. Ich habe, wie ihr sehen könnt, ein sandfarbenes Canvas dran gemacht, was ich finde extrem gut passt. Es ist so extrem früh, weil ich noch sehr lange an meinem ersten Müdevideo geschnitten habe. Und jetzt gehe ich ins Bett. Ja, gestern Abend war es ja sau spät.
selbst für meine Verhältnisse spät. Wir haben Montag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Ihr könnt es nicht richtig sehen, aber meine Kampftaucher ist noch am Arm. Heute Morgen habe ich es nicht geschafft, einen Dreh zu machen, weil ich um 6:30 aufgestanden bin, obwohl es gestern so spät war. Habe heute meine Eltern besucht, werde auch die nächsten 2 Tage hier sein. Habe also richtig wenig Schlaf bekommen und bin heute auch dementsprechend kaputt den ganzen Tag. Was ich sagen kann, das Canvasband an der Uhr finde ich echt richtig gelungen. Habe ich hier ein bisschen Licht? Da habe ich ein bisschen Licht. Finde ich echt richtig gelungen. Unter einem Instagram-Post habe ich gelesen, es sei mutig, an dieses tiefgelbe Blatt ein sandfarbenes Canvas zu machen. Kann ich gar nicht sagen. Ich finde es einfach nur super passend, trägt sich mega angenehm und trägt sich nach meinem Dafürhalten auch angenehmer als das Stahlband. Aber das werde ich morgen noch mal etwas ausführlicher ausführen, wenn ich wieder fit bin und gerade ausgucken kann. Wir haben Dienstag, meine eine Woche am Arm läuft noch. Und wie ihr sehen könnt, wir haben kurz vor 10:30. Und ich wollte euch mal das Band an der Uhr etwas genauer zeigen. Wie ihr sehen könnt, kein Schnellwechselsystem, aber ein wunderschönes Canvasband mit einer OEM-Schließe, also auch nichts großartig Besonderes. Mir persönlich gefällt diese Kombination super gut und ich denke, ich werde die so lassen. Mir gefällt das noch besser als das Stahlband. Das Stahlband ist in keinster Weise schlecht in der Preisklasse. Insofern ist das keine Entscheidung gegen das Stahlband, denn damit kann man sehr gut zurechtkommen, sondern hier eindeutig für das Canvasband, was ich in dieser Kombination absolut klasse finde und vor allen Dingen auch der Uhr ein bisschen etwas Besonderes, Einmaliges verleiht, denn diese Kombination habe ich bei dem NVA Kampfschwimmer Leuchtkeks noch nicht gesehen. Abgesehen davon trägt sich das in dieser Kombination auch ultra angenehm. Die Uhr hat sowieso einen sehr angenehmen Tragekomfort durch den etwas abgerundeten Boden und die absolut nicht störend ausgeführte Krone samt Kronenschutz. Also eine sehr angenehm zu tragende Uhr, trotz des Gewichtes. Selbst hier am Canvasband merkt man noch, dass die Uhr keine leichte ist. Aber das Canvasband ist halt sehr weich, passt sich gut an und durch die Breite und auch die relative Dicke des Canvasbandes wird die Uhr am Arm gut in Position gehalten. Das ist wirklich klasse. Die Spiegelung, die ihr hier seht, liegt daran, dass ich hier sämtliche kleinen LED-Spotlichter angemacht habe, die es gibt, um einigermaßen Licht an den Esstisch meiner Eltern zu bekommen. Wenn man drauf guckt, ist das komplett anders als auf der Kamera. Also man kann die Uhr absolut gut ablesen. Die Kamera täuscht hier etwas über die Spiegelungen hinweg. Und das ist auch wirklich einer speziellen Aufnahmesituation geschuldet und kein Standard zumindest. Ja, habe ich das die ganze Zeit, wo ich die Uhr am Arm hatte, nie so empfunden, dass die Uhr über die Maßen spiegelt oder dass mich das über die Maßen stören würde. Wir haben Dienstagabend, 9:55 und meine Rula NVA Kampftaucher ist noch am Arm. Ich stehe doch etwas unter einem gewissen Einfluss, bin noch nicht hundertprozentig klaren Gedankens. Ich bin bei meinen Eltern und wir haben gerade zusammen das Sommerhaus der Stars geguckt. Ich bekenne mich schuldig, ich habe mitgeguckt. Ihr könnt jetzt jegliche Kommentare über mich ablassen, die ihr wollt, nur lasst meine Eltern bitte außen vor. Die Uhr hat sich, wie erwartet, den ganzen Tag fantastisch getragen. Ich habe den ganzen Tag überlegt, was ich euch noch super Interessantes sagen könnte, außer dass sie sich super trägt, tagsüber sehr gut ablesbar ist. Und da ist mir für heute nicht so viel eingefallen, weil auch heute nicht so viel passiert ist, außer dass ich heute Morgen vergessen habe, eins zu erwähnen. Gestern Abend war ich so platt nach der wahnsinnig langen Nacht von Sonntag auf Montag, dass ich gestern die Uhr überhaupt nicht aktiviert habe, weder mit dem Handy noch mit der Taschenlampe. Wir haben den ganzen Abend
im Halbdunkeln vorm Fernsehen gesessen, sodass die Uhr wirklich nicht besonders stark aktiviert war. Was dazu geführt hat, dass ich sie, nachdem ich hier das Licht ausgemacht habe, sie im Dunkeln erst gar nicht sehen konnte. Nach und nach hatten sich dann meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt, sodass ich sehen konnte, wo das Ziffernblatt war. Aber egal, ob mit oder ohne Lesebrille, Zeitablesung war ohne Aktivierung mit einem gewissen Vorlauf im Halbdunkeln für mich völlig unmöglich. Also das hat nicht funktioniert, ist aber auch eigentlich ziemlich genau das, was ich erwartet hätte, wenn mich jemand gefragt hätte. Ja, Mittwoch, Tag 7, der letzte Tag meiner eine Woche am Arm, meine Ruler. Kampfschwimmer ist noch am Arm. Am letzten Tag werde ich das berichtigen. Ich habe in meinem Review-Video und auch jetzt hier in der einen Woche am Arm wahrscheinlich unzählige Male Kampftaucher gesagt. Ich bin heute unter meinem Video berichtigt worden. Es heißt richtig Kampfschwimmer, nicht Kampftaucher. Tja, zum Glück habe ich das noch rechtzeitig mitbekommen, um es im eine Woche am Arm Video auf den letzten Drücker noch korrigieren zu können. Ja, was ist mein Fazit zu der Uhr? Ich habe sie am Arm und werde sie auch noch ein paar Tage am Arm lassen. Das reicht eigentlich als Fazit, trotzdem möchte ich es gerne ein kleines bisschen dezidierter machen. Die Uhr trägt sich gerade auch an diesem Canvasband hier mörderangenehm, wirklich super angenehm, und ich denke, das wird meine bevorzugte Kombi sein. Das Stahlband finde ich auch sehr angenehm. Ich habe in einigen Kommentaren gelesen unter meinem Review-Video, dass das zu beweglich, zu nicht starr genug sei. Ich persönlich mag das total gerne, insofern kommt das mir entgegen. Die Schließe am Stahlband ist einfach, aber für die Preisklasse mehr als okay. Da habe ich auch in der Preisklasse schon wesentlich schlechtere Schließen gesehen. Das passt aus meiner Sicht alles. Die Farbgestaltung bei Tag finde ich super. Ich habe das mal für mich, weil ich nicht genau wusste, wie ich das Gelb beschreiben soll, als Dr. Oetker Vanillepudding-Gelb beschrieben. Ich glaube, das kommt der Sache relativ nah. Und nachts, wenn man es aktiviert hat und plötzlich das Licht ausmacht, Kirmes. Das ist wirklich Kirmes auf dem Ziffernblatt. Auch das finde ich super. Über die Ablesbarkeit habe ich mich mehrfach ausgelassen. Das ist im Prinzip das, was ich von einem Leuchtkeks erwartet habe. Insofern bin ich da auch jetzt überhaupt nicht negativ überrascht. Die Ganggenauigkeit habe ich mir auch angeguckt, weil das ein Wunsch von vielen war. Die Uhr ist jetzt in einer Woche, die ich sie 24 Stunden am Arm hatte, also quasi permanent unter Vollaufzug oder nahezu Vollaufzug gelaufen. Da liegt sie bei 52 Sekunden im Plus für die ganze Woche, also etwas über 7 Sekunden. Das ist für mich komplett okay, auch wenn man das Werk betrachtet. Okay, man kann das wahrscheinlich noch etwas genauer einregulieren, aber ich brauche das nicht. Wenn ich die Uhr einen ganzen Monat tragen würde, müsste ich sie den Monat genau einmal stellen. Eine Minute nach einer Woche geht sie genau, nach zwei Wochen geht sie eine Minute vor, stellen, eine Minute nach und am Ende des Monats geht es wieder eine Minute vor. Das reicht mir völlig. Das heißt, in 4 Wochen müsste ich die Uhr einmal stellen, danach dann nochmal. Völlig okay, passt für mich, ist auch das, was meine Erfahrungen mit diesem Werk sind. Was ich von der Vergangenheit schon mal hatte mit dem Werk, dass es Probleme gab mit der Aufzugsfeder, dass sie sich verhakt hat und sonst irgendwas. 0, nada, läuft komplett beständig durch, völlig ohne Probleme, egal was ich gemacht habe. Insofern für den Preis ein Design, was aus dem Rahmen fällt, eine Uhr, die sich sehr komfortabel trägt und die, glaube ich, auch wirklich sehr viel mitmacht. Für mich einer der Preis-Leistungstipps auf dem Markt deutscher Uhren aktuell. Enjoy your watches, enjoy your time.